Und da sind wir wieder. Bereit für den Rückflug. Willkommen zurück bei Kerbal Space Program. Irgendwie habe ich ja das Gefühl, an genau diesem Punkt waren wir schon mal gewesen. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann explodiert das Raumschiff nicht. Na? Tada! Es lebt! Wunderbar! Gut, das heißt, wir können nach Hause fliegen. So, dann mal gucken, dass wir das Ding gestartet kriegen. Treibstoff ist klar. Also, als erstes müssen wir in Orbit brennen. Und dann müssen wir nach Hause kommen. Mal gucken, Hatte das Ding hier eigentlich einen Gimbal? Nein! So, die Tragflächen bringen uns nichts. Das heißt, wir brauchen zum Starten die Dinger, die haben nämlich einen Gimbal. So. Genau. Alles klar? Gut. Also, ich würde sagen, wir machen die Düsen nach oben und geben mal Feuer. Ja, hoch mit dir. Sehr gut. Okay, wir gehen nach oben. Und heben ab. Erstmal senkrecht. Ah, da ist die Nordmarke. Okay. Das heißt, wir drehen uns jetzt bis genau nach da. Oder warte mal, andere Seite. Andere Seite geht schneller. Da sind wir ja schon zum Teil prograde. So. Und drehen nach dort ein Orbit. So. Jetzt schalten wir die beiden Triebwerke wieder ab. Haben eine Höhe von... Oh. So. Und jetzt müssen wir in die Richtung in Orbit brennen. Das können wir auch machen, indem wir uns gerade drehen. Und das Fahrwerk einfahren. Ja, sehr gut. Jetzt schalten wir mal ab hier. Wir sind hier schon... Oh, 200 Kilometer, das ist viel zu hoch. Viel zu hoch. Lass uns mal ein bisschen nach vorne warpen. Sehr gut. So. Prograde gehen. Und Orbit brennen. Wir könnten sogar von dem Prograde weggehen. Und Stücke nach unten gehen. Dann macht sich der Orbit schneller. Wenn auch auf Kosten der Höhe, aber davon haben wir genug. Wir fliegen jetzt sozusagen in die Richtung. Wir haben einen Orbit, welcher mehr oder weniger gerade ausgerichtet ist. Okay. Klingt gut. Und wir fliegen in die Richtung. Das heißt, wir geben hier... Hä? Nee, wir fliegen in die Richtung. Okay. Das heißt, wir geben nach da Feuer. Mal sehen, ob wir da was zusammenbringen, was uns einen halbwegs akzeptablen Orbit zusammenschießt. Okay, warte mal. Nein, wir müssen halt so rumdrehen. Ja, so kommen wir der Sache näher. Sieht doch gut aus. Nee, Stücke mehr. So. Na, lassen wir den einfach so und ziehen ihn dann rein. Wie viel Treibstoff haben wir denn noch an Bord? Eigentlich genug. Was haben wir hier? A new snack breaks. And this member will is good as news. Ach so, explore the moon, genau. Noch ein Explore the Moon und Crew-Transfer Near the Moon. Ach, dann zählt auf der Mondoberfläche auch als Near the Moon. Dann haben wir ja die 3 Missionen schon erfüllt. Okay. So, wir fliegen jetzt in diesen Orbit und den machen wir dann kleiner. Das wird ein bisschen heikel mit dem Treibstoff. Aber gut. 27 Sekunden Brennzeit. Das stimmt nicht ganz. Warte mal. Mach den hier mal weg. Wir drehen noch eine Runde. Und zwar werden wir hier ein Manöver adden, das uns weiter nach oben bringt. So. Natürlich nicht dort, sondern auf der Seite. Add Manöver. Tralala. Weil von der Ebene kommen wir besser hoch. Ja, wobei, das sind 33 Sekunden und wir sind immer noch im Orbit. Mit den 33 Sekunden sind wir ja schon im High Orbit gewesen. Hier, 43 Sekunden. Ach, wir machen dahin. Und damit wir nicht 52 Sekunden brennen müssen, werden wir wieder unsere Thruster dazu nehmen. Und schon haben wir keine Probleme. Halt. Den Orbit brauchen wir. Dann drehen wir uns ein bisschen zurecht. So. Sieht gut aus. Genau den fliegen wir jetzt. Und zwar in 48 Minuten. Das heißt, wir fliegen mal an unsere Margin ran. 49 Sekunden. Wir werden den aber weniger machen müssen. Statt 20 Sekunden werden wir nur auf 15 gehen. Oder ist das mit einberechnet? Jetzt muss ich mal gucken, ob das mit einberechnet wurde. 30 Sekunden. Da sag ich doch 15. Sekunden Brennzeit. 16, 15. Feuer frei. So. Da wir keine Atmosphärentriebwerke haben, müssen wir jetzt mit den Atomtriebwerken in der Atmosphäre für Schub sorgen. Okay. Wir haben einen Kerbal-Orbit. Also, ja, Planetenorbit. Und jetzt steigen wir in die Umlaufbahn ein. Sehr gut. Es funktioniert. Na, komm. Hallo. Ach, immer dieses... Dass er da so lange zögern muss? Komm, spring rüber. Ja, danke. Jetzt müssen wir gucken. Also. Add Manöver. Ach, da kommen wir wieder am Minmus ran. Aber um eine Höhe von brauchen wir 33 Sekunden. 40 Sekunden. Sekunden. Wenn wir hier dasselbe machen. In 9 Tagen. Ah. Naja, gut, da kommen wir auch mit 40 Sekunden aus. Na gut, dann machen wir 40 Sekunden Burn. Das ist eigentlich egal, von wo aus wir den machen. Dann werden wir ihn gleich von hier machen. So. Da sind es nicht mal 40. Okay. Are you ready? Wie geht's euch da drinne? Genau, so. Jormel, Valentina, ihr seid am Fliegen? Gut. Dann lasst uns starten. In 2 Minuten. Naja, eigentlich ist es egal. Weil, ob so oder so. Also. Oh, wir haben keinen Oxidizer. Mein Fehler. Wir sollten auf die Manövernot gehen. Ich bin am Überlegen, ob wir den ganzen Oxidizer jetzt verbrennen oder ob wir uns noch ein bisschen was aufheben. So, wir sind auf der Manövernot. Gut, Feuer frei. Ja, die Hälfte vom Oxidizer heben wir auf für den Wiedereintritt. Das verlängert zwar unseren... unseren Burn jetzt. Was machst du denn da für Manöver? Okay. Wer ist das? Moon. Ach, wir sind außerhalb vom Moon. Da hat uns aber ganz schön weit rauskatapultiert. Aber funktioniert. Wir fliegen jetzt nur mit unseren Atomtriebwerken. Ich werde allerdings keinen Suicide-Burn machen. Weil ich weiß nicht, wie viel Wiedereintrittshitze die Struktur aushält. Wir haben ja keinen echten Hitzeschild, sondern nur diese hitzebeschichteten... ...56? Das ist schon in der Atmosphäre. Valentina. So wollte ich das nicht. Geh mal bitte Prograde. Nein. Doch. Prograde. Wir gehen aus der Atmosphäre raus. Sicher, sicher. Sehr gut. Jetzt warpst du dorthin und gehst dort retrograde. Perfekt. Siehst du, das machst du gut, Valentina. Das machst du sehr gut. Danke. Und jetzt holen wir, na komm, die Retrograde, bevor wir über die Marke rübergehen. Und jetzt holen wir unseren Orbit. Kerbin Apokalypse. Ah ne, Apoapsis. 5 Millionen. So, Freunde. Ihr könnt mal so langsam die Gurte anlegen. Wir machen uns nämlich gleich fertig für den Wiedereintritt. Wenn wir gleich mal gucken, wo das Kerbal Space Center ist. Oh. Da. Wir kommen gut rein. Das liegt fast genau auf der Linie. Das heißt, wir müssen hier den Wiedereintritt wagen und dann hier runtergleiten. Oh, jetzt muss es ein bisschen schneller gehen. Jetzt können wir den Treibstoff verbrennen. Wir brauchen nämlich jetzt hier den Wiedereintritt. Genau. Runter mit dem Treibstoff. Gleich ist unser Oxidizer aus. Dann macht es einmal Poff. Und jetzt fliegen wir wieder nur mit den Atomtriebwerken. Und mehr haben wir nicht mehr. So, wir holen jetzt unsere, ja, hier machen wir den Wiedereintritt. Ja, der ist schon in der Atmosphäre. Oh, oh. Zu spät. Zu spät, wir landen auf der Rückseite. Wie müssten wir das jetzt machen? Add Manöver? Wir kriegen ihn gar nicht rein. Oh. Ja, da müssen wir auf der Rückseite. Da ist aber nichts. Wir können auch nicht gerade reinfliegen. Das bringt uns nicht so viel, oder? Ich schiebe jetzt gerade den Winkel und ich versuche Geschwindigkeit abzubauen. Aber wir sind immer noch auf 190. 200. Nee, das war überhastet. Wir müssen jetzt nochmal komplett Treibstoff verbrennen, um rauszukommen. Oder wir landen auf der Rückseite vom Planeten. Oder wir landen auf der Rückseite vom Planeten. Na gut. Eine komplette Erdumrundung, da müsste ich jetzt nochmal komplett Stress machen. So, der Winkel reicht. Okay. Vorbereiten für Wiedereintritt. Au. Kann ich die... Der kommt weg. Umdrehen. Okay, Solarmodul ist... Wir gehen auf Stability Assist und heben die Nase über den Horizont, damit wir besser eintreten können. So. Und bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, ich habe mein Gamepad gar nicht angeschlossen. Das hängt noch am anderen Rechner. Das heißt, ich muss den Wiedereintritt mit der Tastatur machen. Haha! So. Wir spulen mal vor bis Wiedereintritt. Seid ihr bereit? Ich bin immer noch am Überlegen. Oh, 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 nicht zu hoch. Ein Stück wieder runter die Nase. So, sehr gut. Produzieren die hier eigentlich Strom? Ja, gut. So, wir sind beim Wiedereintritt. Nase runter. Gut. Mal gucken, ob es sich schon was bringt. Nein. Hier. Sieht gut aus. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das war der Screenshot. Ich muss wie immer mal ein paar Souvenirs aufheben. Wir bremsen. Kriegen wir hier eigentlich Solar? Wow, 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 wow. Blöde Idee. Blöde Idee. Blöde Idee. Nein, nicht. Nicht nochmal. Valentina, tu was. Tu was, Valentina. Oh, jetzt kommen wir auch noch ins Trudeln. Nicht trudeln. So. Gegenhalten. So. Stability Assist rein. Gegenhalten. Umdrehen. Gebt mal ein bisschen Schub. So, und jetzt hochziehen. Ja, sehr gut. So bleiben. Gerade stellen. Oh! Runter. Warum ziehst du denn nach oben? Die sind doch nicht deployed. Habe ich doch wieder abgeschaltet. Bist du hacklastig? Valentina, tu was, wir stürzen Ahab. So. Zack. Drehen. Was machst du denn? Ich bin doch hier auf den richtigen Tasten. So. Seitenruder. Das ist Querruder. Also muss ich jetzt runterdrücken, die Nase? So. Nase runter, Nase runter. Gib mal mehr Schub hier. Du kommst ja in den Stall rein. Ach, das ist unser Problem. Wir haben keinen Schub. Na komm, du brauchst nur genug Schub, um bis dahin zu kommen. Ja gut, dann nimm eben so Geschwindigkeit auf. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Ich bin im Querruder drin. Okay, wassern. Okay. Scheißlandung. Ihr lacht nicht, wa? Kann ich mir vorstellen. Oh, Nase abgerissen. Triebwerke abgerissen. Aber heile runtergekommen. Wie geht's euch? Alle heile? Okay. Dann. Recover. Na Quatsch. Wo ist denn Recover? Hier oben. Recover Vessel. Ihr habt's geschafft. Nicht schön, aber selten. Das bringt uns. Tralala, tralala, tralala. 369 Science. Ein bisschen Geld zurück. 59.000. Finde ich gut. Valentina. Nichts. 5 XP gained. Madvid kriegt seinen ersten Stern. Super. Willkommen im Team, Captain Madvid Kerbin. Schade, dass es Valentina nichts kriegt. Wir sind zu Hause. Alle Piloten sind wieder da. Schaut euch das an hier. Zack, zack, zack. Wir haben Wissenschaftler hier. 2, 3 Piloten und einen Engineer. Gene, was sagst du dazu? Ja, Recover-Komponenten. Vergiss es. So, Docking on or around Kerbin. On Kerbin? Ernsthaft? Docking on Kerbin ist für dich eine Mission. Pass mal auf, mein Freund. Pass mal auf, mein Freund. So, was brauchst du? Ist das nicht ein bisschen groß? So. Den Akku kriegst du hier mal als Gegengewicht. So. Dock 1. Safen. Nee, das machen wir nicht auf dem Launchpad. Das machen wir hier. Launch. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Kann ja wohl nicht sein, dass wir dafür Geld ausgeben. Hier machen wir mal dann eine Breaks auf 0. Nicht umkippen. Genau, so. Jetzt. Space Center. Den da. Lounge. Docking on or around Kerbin. Wir sind hier on Kerbin. So. Arm control from here. Klonk. Contract complete. Explore Kerbin. 6000. Das ist ein Handshake. Wir haben gedockt. 9000. Und we have started construction of our first outpost on Kerbin. We have performed a docking maneuver on Kerbin. Danke. So, recover das Vessel. 3 Missionen erledigt. Vielen Dank. Ja, das bringt uns hier nochmal das Geld zurück. Das war's. Wir haben jetzt fast 500 Science-Punkte. Das heißt, wir können nächstes Mal richtig gut Punkte vergeben. Aber das machen wir nächstes Mal. Und bis dahin sage ich wieder, schön so mit der Nacht, mit den Sternen im Hintergrund. Ja, mal schön gucken. Da wollen wir überall noch hinfliegen. Aber nicht mehr heute. Deshalb bis zum nächsten Mal und see you later.